Das verstehe ich nicht. Warum hat sich Fräulein Rottenmeier nochmal auf den Weg gemacht? Das frage ich mich auch. Die Bücher für uns liegen hier. Oh nein, vielleicht sucht sie uns in den Bergen und wollte Clara den Rollstuhl mitbringen. Ja, das ist schon möglich. Ich werde mal nach ihr schauen. Fräulein Rottenmeier! Ist es jetzt sehr gefährlich da draußen? Ich habe Angst, dass Fräulein Rottenmeier irgendetwas passiert. Naja, vor allem in der Nähe der Schluchten muss man aufpassen, wo man hintritt. Dort gibt es überall kleine Felslöcher. Der Boden da ist sehr rutschig. Karl ist schon mal in eins reingefallen. Aber er wurde gerettet von Peter. Großvater? Und wo ist Fräulein Rottenmeier? Ich weiß es nicht. Und was ist, wenn sie sich verirrt hat oder in ein tiefes Loch gefallen ist? Im Moment können wir leider nur abwarten. Aber mach dir keine Sorgen, Clara. Sicher hat Fräulein Rottenmeier einen Unterschlupf gefunden. So wie ich sie einschätze, wird sie sich zu helfen wissen. Ja, hoffentlich. Und nun? Sie hat bestimmt in der Höhle übernachtet. Das ist einer von Peters Lieblingsplätzen. Sie bietet ausreichend Schutz. Gehen wir! Fräulein Rottenmeier? Sind Sie hier drin? Riechst du das? Na, was meinst du? Eine Feuerstelle! Fräulein Rottenmeier! Adelheid? Fräulein Rottenmeier? Ich bin hier, Adelheid! Fräulein Rottenmeier! Geht es Ihnen gut? Ja, es geht mir gut. Ich bin ja so froh. Sie haben sich einen guten Unterschlupf gesucht. Das wäre nicht nötig gewesen, wenn Sie meinen Rat befolgt und mit Clara keinen Ausflug in die Berge gemacht hätten. Es tut mir wirklich leid, Fräulein Rottenmeier. Sie haben recht, ich hätte es nicht tun sollen. Aber Sie wussten sich offenbar zu helfen. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Ja, auch in schwierigen Situationen bin ich nicht so leicht unterzukriegen.